Läuft. Läuft's wirklich? Gerade halten. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Sprintercamper. Ich bin Mike und im heutigen Video 7.3 geht es um die Fertigstellung der Küche. Mir ist vollkommen bewusst, dass ihr längere Zeit auf ein neues Video gewartet habt. Ihr seht, es ist mittlerweile Winter und gewesen und es ist verdammt kalt. Ich mache gerade sämtliche Arbeiten bei uns in der Einfahrt, also draußen im Freien, und es ist dann doch etwas unangenehm und kühl gewesen. Von daher stockten die Arbeiten etwas. Aber heute geht es weiter und ich zeige euch im Video, wie wir die Arbeitsplatte eingebaut haben, den Backofen und auch die Kochfläche installiert haben, die Gasanlage verbaut haben, wobei es für die Gasanlage ein separates Video geben wird mit all seinen gesetzlich erforderlichen Bestandteilen. Viel Spaß dabei, wir sehen uns später nochmal wieder. Bezüglich der Kochfläche haben wir uns für ein Gerät von Dometic entschieden mit einer absenkbaren Glasplatte. Damit kann man dann praktisch die Arbeitsfläche erweitern und auch mit Nutzen als Ablagefläche. Wenn man halt kochen möchte, einfach öffnen, dann kommen in dem Fall drei Brenner zum Vorschein. Und ganz praktisch und auch groß genug, um mit mehreren Töpfen theoretisch arbeiten zu können. Ein bisschen Arbeitsfläche haben wir auch noch. Allen voran da drüben, wenn dann die Steckdosen drin sitzen werden, um Platz zu haben für Kaffeemaschine, Toaster und so weiter. Im nächsten Schritt habe ich mir eine Schablone angefertigt, die die Form der Kochfläche hat. Schließlich ist diese so asymmetrisch, dass ich sie nicht einfach rumdrehen kann und anzeichnen kann. Dann wäre alles seitenverkehrt. Die Schnittkante wiederum habe ich mit Silikon abgedichtet, um vor eintretender Feuchtigkeit zu schützen. Ja, als erstes möchte ich mit dem Bau einer neuen Schublade starten. Sie ist ja oberhalb der Edelstahlfront eingebaut und eigentlich viel zu breit, nachdem ich jetzt den kompletten Korpus weiter nach rechts, also zur Schiebetür hin, verrückt habe. Denn die Schublade passt jetzt einfach da nicht mehr rein, muss also neu konstruiert werden. Das ist die originale Schublade, die ich ausgebaut habe. Wie ihr seht, die Front besteht übrigens nur aus Holz, ist angeklebt und angeschraubt, konnte ich mühelos entfernen. Der Kasten selber jedoch ist aus Kunststoff und lässt sich von daher nicht einfach so in der Breite schmaler machen für die Größe, die ich brauche. Von daher brauchte ich hierfür eine andere Lösung. Ich habe mir daher aus dem eBay Kleinanzeigenteil einen solchen Schrank besorgt in Echtholz. Hat den Vorteil, dass der Korpus des Kastens aus Holz ist und ich kann ihn von daher leichter umarbeiten. Auch die Front ist nur verschraubt und verklebt. Ja, sieht man hier. Kann also die Front mühelos entfernen und dann später meine in der Breite eingekürzte Front vorne wieder anbringen, sodass ich hier relativ einfach in Holzbauweise mir einen neuen Besteckkasten selber bauen kann. Im ersten Schritt müssen die Einzelteile in der Höhe reduziert werden, etwa da an der Markierung, damit ich die Schublade wieder voll einschieben kann und mir nicht der Gasherd, zumindest der untere Teil des Gasherdes, im Weg ist. Da hier im vorderen Bereich die Front angesetzt wird und ich sämtliche Befestigungsteile für eine stabile Verbindung benötige, will ich nur dieses Stück hier heraustrennen und hier vorne alles ansonsten in der Höhe bestehen lassen. Die Teile für den Korpus sind nun zugeschnitten. Auch der Einlegeboden ist auf der richtigen Breite und Länge zurechtgeschnitten. Steht sogar vorne noch etwas über. Das seht ihr hier an dieser Stelle. Um diese nun überstehende Kante des Einlegebodens Halt zu bieten, habe ich hier meine Front noch mit der Oberfräse eine Nut eingefräst. Auch solche Zapfen schon gesetzt, sodass der Wiederzusammenbau gleich fertig ist. Ihr seht, im vorderen Bereich ist sie etwas höher, bietet noch Platz für zwei Dübel und diese Schraubverbindung, flacht sich dann ab, um unter der Gaskochfläche Platz zu haben und nach hinten sogar noch etwas flacher, weil unser Besteckkasten genau diese Form hat, um sich hier hinten einzuhaken. Das soll es schon gewesen sein. Ich bin jetzt mal ins Auto reingegangen, ständig fahren hier bei uns auf der Straße Autos vorbei, die Tonqualität leidet, von daher mache ich jetzt hier innen drin weiter. Bringt ja alles nichts. So, im nächsten Schritt, den ich euch gerne zeigen möchte, geht es darum, dass ich ja für den Gaskasten, in dem sich später die Gasflasche, eine 5 Kilo Flasche im Übrigen, befinden soll, eine Öffnung nach unten brauche. Das ist ja schon eines der gesetzlichen Bestandteile für eine Gasanlage. Hierfür war es notwendig, ein Loch in die Bodenplatte zu machen von mindestens 100 Quadratzentimetern Fläche.
Ich konnte es mir aussuchen, ob das Ganze quadratisch, rechteckig oder auch rund sein soll. Ich habe mich jetzt zum Schluss für eine runde Lösung entschieden, weil ich glaube, hier eine sehr einfache und vielleicht auch für euch nützliche Information und Anwendung zu haben. Das Ganze sieht nämlich dann so aus. Es gibt nämlich für Ventilatoren und außen deren Abdeckung solche Deckelchen. Dieses hier hat einen Durchmesser von 125 mm und zeichnet sich dadurch aus, dass ich einerseits ein Gitter habe für die groben Verschmutzungen, aber auch ein ganz feines, um zum Beispiel mich vor Insekten oder anderen Viehzeug zu schützen, wenn es unten in der Bodenplatte drin ist, dass es da nicht von unten mir Laub, Dreck oder eben Insekten eindringen können. Dafür ist es notwendig, ein entsprechendes Loch zu bohren in die Bodenplatte. Ich bin nämlich erst am langen Ende tatsächlich in China fündig geworden. eBay hat es möglich gemacht, dass ich eine solche Bohrkrone gefunden habe in der passenden Größe. In sämtlichen Baumärkten, in denen ich war, endete nämlich die Größe bei 100 mm. Was echt ein Problem gewesen ist, ich hätte nämlich ansonsten mir irgendwo Material von einem Schreiner oder sonst irgendwo her leihen müssen. Also ich habe zumindest nichts gefunden im normalen Handel in der Größe von 125 mm. Das Teil hat jetzt irgendwie 11 Euro ein bisschen gekostet. Das spanne ich jetzt auf meinen Akkuschrauber und dann mache ich da noch ein entsprechendes Loch in die Bodenplatte. Ihr seht den mit Laminat ausgekleideten Gaskasten und auch im folgenden Bild den bereits eingesetzten Vorsatz für den Ventilator. Damit von unten keine Feuchtigkeit eindringen kann, habe ich noch so ein abgebogenes Rohr eingesetzt. So sieht der fertige Gaskasten aus. Ich habe ihn mit Laminat ausgekleidet. Die Ränder werden noch mit Beige und Silikon ausgespritzt. Ihr seht das Abluftgitter für die Zwangsentlüftung. Was noch fehlt, ist der Deckel für den Gaskasten, der den Innenraum hermetisch abriegelt, damit kein Gas in den Innenraum gelangen kann. Dazu verwende ich eine solche Siebdruckplatte, die ich mittels solchen Möbelschleppern an allen vier Ecken am Fahrzeug dann befestigen möchte. Ich habe schon mal zwei angebracht, die nächsten zwei mache ich gleich weiter. Dann soll noch außenrum umlaufend eine Dichtung angebracht werden und damit sollte die Dichtheit eigentlich gegeben sein. Ja, schauen wir mal, wie das Ergebnis dann aussieht. Ursprünglich wollte ich die Befestigung der Frontplatte von meinem Gaskasten mit solchen Möbelschneppern erledigen. Allerdings ist deren Zugkraft zu gering, dass die Platte nicht gescheit hält. Ich habe mir von da eine andere Lösung einfallen lassen und schraube die Teile erstmal wieder ab. Ich habe das Gitter nochmal rausgenommen. Ihr seht schön jetzt das eingesetzte 90 Grad Winkelrohr, damit von vorne vom Vorderrad keine Feuchtigkeit nach oben geschleudert und in das Innere des Gaskastens befördert werden kann. Ich sprühe jetzt hier die Ecken mit Silikon aus, hier drüben bei dem Kasten auch, und möchte dann das Gitter wieder einsetzen. Währenddessen das Silikon nun aushärtet und trocknet, möchte ich gerne diese Scharniere an meine Klappe für den Gaskasten anbringen, damit diese drehbar zu öffnen ist und gleichzeitig auch mit mehr Spannung schließt, mit mehr Druck schließen kann, als nur mit den Möbelschneppern, die ihr vorhin gesehen habt. So, die Klappe ist dran. Das funktioniert alles. Scharniere gehen wunderbar. Kann ich alles auf und zu machen. Hab noch ein bisschen, wie ihr seht, schließt das perfekt. Ich kann also hier noch eine selbstklebende Dichtung anbringen, hier oben lang, und dann, wenn ich den Deckel zumache, ist das Ganze dicht und hermetisch abgeriegelt. Damit die Klappe auch zu bleibt an der Stelle, ja, geht er immer wieder auf, hat ein bisschen Spannung, damit sie zu bleibt, habe ich mir solche Teile besorgt, solche Schnapper, die ich hier an die Seite anbringen möchte und mir die mir dann die Klappe zuziehen werden. Allerdings hat es mittlerweile angefangen zu regnen. Es ist nicht gerade eine Freude. Von daher höre ich jetzt auf zu arbeiten. Es ist sowieso Rosenmontag und da macht man in Mainz normalerweise was anderes. Okay, also bis später. Mittlerweile hat es wieder aufgehört mit dem Regnen. Die Sonne kommt sogar ein bisschen raus. Von daher mache ich mal wieder weiter und zeige euch, wie ich die Schnepper noch angebracht habe. Also trotz abwechselndem Regen und wieder Sonnenschein ist es heute auch obendrein noch ziemlich windig. Ich hoffe, dass die Tonqualität ansonsten okay ist. Halte mich aber heute etwas kürzer mit den Außenaufnahmen. Also meine Schnepper sind fertig und ich kann
hier entsprechend aufmachen und habe dann hier meinen Gaskasten und auch wieder schließen. Und gut, das wäre mein Gaskasten. Ich gucke, dass ich noch eine Dichtung noch dazwischen bekomme, damit es auch wirklich schön dicht ist. Habe hier ansonsten ein Fach für Schuhe zum Wechseln bzw. Getränkevorräte, was auch immer. Habe hier oben demnächst noch vor, meine schon zurechtgeschnittene Schublade einzusetzen. Aus den Türen des hinteren Schrankes, die eine solche Metallschutzkante haben, ist das Einlegebrett geworden über den Backofen. Genau so hoch, dass ich eine Kiste reinstellen kann. Ich muss jetzt lediglich noch da drüben die Gasleitung verkleiden. Ich habe mir dazu solche Aluschienen besorgt und auch ein Stück von der Platte. Kommt dann hier rein. Und auch noch eine nach hinten. So reingeschoben. Und dann ist das Fach auch schon fertig. Zu guter Letzt folgt für den Gaskasten noch die Halterung der Gasflasche. Dazu habe ich die Flasche auf ein Stück Pappe gestellt, ringsrum kreisförmig ausgeschnitten, konnte meine Halter nun anhand der Pappvorlage-Schablone ausrichten, schraube ich jetzt noch fest und dann sind wir wieder ein Stück weiter, wenn es ums Verzurren der Gasflasche geht. Mittlerweile ist die Dichtung hier oben eingebracht, auch ringsum. Sieht man, ist nur eine hauchdünne, selbstklebende Dichtung, die aber schon ausreichend ist, dass der Gaskasten zum Innenraum hin hermetisch abgedichtet ist und keine Gase in den Wohnraum eindringen können. Des Weiteren ist die Verkleidung hier oben geschlossen. Ich habe hier eine Aluschiene eingesetzt, ein U-Profil, in dem diese Holzplatte eingesetzt ist, also das Aluprofil angeschraubt und dann die Holzplatte eingesetzt. Setzt sich nach hier hinten drin entsprechend fort, hier hinten rein und gibt einen wunderschönen Stauraum für meine Schublade. Ja, damit soll das Kapitel Küchenbau abgeschlossen sein. Im Augenblick verfügt die Küche also über einen Kühlschrank, einen dreiflammigen Kochflächer und über einen Backofen. Die Geräte sind auch allesamt schon funktionstüchtig, also die Gasanlage an sich ist schon gebaut. Ich habe sogar schon mittlerweile eine Gasabnahme, also mein gelbes Gasheft, erlangt. Ich möchte aber das Thema Gas und Gasanlage in einem separaten Video behandeln, weil es doch recht umfangreich ist. Mittlerweile sind sogar schon die Planungen für das Badezimmer fortgeschritten. Es gibt auch schon eine Seitenluke an der Fahrerseite des Fahrzeugs, aus der ich dann später die Wassertanks auch mal entnehmen und reinigen kann. Möchte ich schon in relativ kurzen Abständen, vielleicht im Wochenrhythmus mal schauen, euch mit den nächsten Videos zeigen. Bis dahin also erst einmal, ja, vielen Dank für euer Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben und ein Like da. Schaut gerne wieder rein auf unsere Facebook-Seite Sprinter Camper, denn dort seht ihr schon etwas früher Bilder und auch die aktuelle Ausbaustufe. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.